Ich habe dir gerade eben dein Leben erklärt. Ja, das habe ich auch manchmal ganz gerne so im Kino. Ich liebe die Vorspende. Manchmal sind die Filme so recht enttäuschend, also zumindest im Mittelteil oder hinten raus. Und irgendwann ist so, puff. Aber die zu sagen, ja, wie heißen das da, diese Trailer? Die Trailer. Ich könnte stundenlang Trailer gucken. Ja, stundenlang. Ja, mittlerweile verraten die Trailer ja immer auch schon den kompletten Film. Zu lang sind die. Sind zu lang und sie verraten den kompletten Film. Das wollen wir an dieser Stelle natürlich völlig anders halten. Okay, ich halte meine Damen und Herren, was ist mit diesem... Ist es ein Meteor, der eingeschlagen ist? Ist es etwas Brotähnliches? Wir werden es gleich klären. Zuvor allerdings muss ich dich fragen, Tim, wir hatten letzte Woche Yvonne Willix hier zu Gast. Die hat Weihnachten generalstabsmäßig geplant, mittels Excel-Tabelle und allem. Stimmt. Du musst ja als jemand, der Küchen stets organisiert und dirigiert hat, eigentlich auch strukturiert sein. Gilt das für dein Weihnachtsfest? Ja, strukturiert in der Nichtstruktur. Das heißt, ich habe gelernt und ich entziehe mich dem Stress und ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Mhm. Es gibt so zwei, drei Parameter. Der Kühlschrank ist voll mit diversen Sachen, weil ich dann entscheide, was gegessen wird. Ja. Und der Weihnachtsbaum, der ist Klassiker. Und hast alles, du schon einen? Nein, noch nicht. Früher sogar wirklich erst am 24. Also wirklich erst, oder am 23. dann irgendwie noch, aber auch ganz klassisch. Das, was dann noch übrig ist. Bitte? Ja. Wenn dann noch was übrig ist. Ja, ich habe ja Fantasie genug und ich muss ja auch mit wenig der Natur klarkommen und trotzdem das Maximum draus machen. Und deshalb bin ich da. Ich habe auch ein Herz fürs Hässliche an der Stelle. Also für, so was, da muss man auch mit Humor sehen. Ja. Und manchmal finde ich das. Du hast viel draus gemacht. Ich weiß, dem Baum ist das egal, aber manchmal finde ich das auch schön, die Krampe zu kaufen. Also wenn da dann so ein sperriges Ding was und weiß kann man das dann auch einen mit einem abgeknippten geknickten Ast. Ja, so ein bisschen denke ich dann auch, man, der hat ja auch Gefühle. Genau. Und, so. Und dann ist ja auch egal, wie er aussieht, wenn ich ihn aus dem Fenster schmeiße. Ja, dann ist egal. Dann ist egal. Er freut sich ja, wenn er dann nochmal so einen schönen Flug hat. Ist er dann wie aus so einem Tierheim, dass du den aus so einem Kuppelkieferheim holst und sagst, ich nehme ihn mit nach Hause. Der Mitleidsbaum sozusagen. Das Nein, aber du stehst natürlich als Koch grundsätzlich in der Pflicht, also in unserer Welt gehen wir fest davon aus, dass da alle sitzen und sagen so, Tim, jetzt fahr mal auf. Ja, das habe ich einmal probiert. Und dann habe ich gesehen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Insbesondere, wenn man auch so selber so die Familie um sich schart. Jetzt ist er altersmäßig, fange ich langsam an, das Oberhaupt zu werden sozusagen. Ja. Man geht ja auf die Großvatergeneration. Oh Gott. Ja, nicht so schlimm, aber ich mag das schon auch so ein bisschen, der Alte und Weise zu sein, was sehr lustig ist bei mir in der Situation. Und ich schaffe gerade eine eigene Tradition. Also ich habe am Anfang habe ich das wirklich sehr exakt, 3 Gänge, 4 Gänge und dann mussten auch alle und 17 Uhr klingelingeling und das ganze Gedönse. Und inzwischen sind wir dazu übergegangen, dem ganzen Zeitdruck ein wenig zu entfleuchen und wir machen Picknick. Wir machen Picknick unterm Weihnachtsbaum, um diesen Essensstress aus dem Weg zu gehen, dieses Hinsetzen, Eindecken, diesen Terrorismus wirklich zu betreiben an Heiligabend. Ja. Das kommt dann am 2. Feiertag, wenn alle auch ein bisschen entspannter sind. Dann wird auch richtig gefressen und gesoffen. Aber Heiligabend ist wirklich Picknick. Oh, jetzt hast du das Publikum gleich für dich gewonnen. Auf, da gibt es sogar Applaus. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ist wirklich schön. Kann ich nur empfehlen. Ich habe das... Ich meine, jeder hat andere Erwartungshaltung und jeder hat ein anderes Timing. Der eine hat vielleicht die Geschenke noch nicht gehabt, der andere hat, dann ist das Kleid doch zu eng und, oder der andere oder was auch immer. Und dann Picknick, eine schöne Decke machen und dann klassisch haben wir Bockwurst-Kartoffelsalat gegessen in Norddeutschland am Heiligen Abend. Und dann wird das Ganze noch erweitert um ein bisschen Brot, um ein bisschen Wurst, Käse, also Sachen, die man auch kalt, lauwarm essen kann. Und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, ich muss das ja nicht... romantischer machen als es ich. Wir essen sehr viel Kaviar Weihnachten inzwischen. Also das ist nicht unbedingt das Fest der Bescheidenheit, aber sehr bescheiden einfach auch dann nur mit Toastbrot und Creme Fraiche. Achso, das wird dann ausgeglichen. Ja, das wird dann wieder ausgeglichen durch ein bisschen Brot. Patricia, ist das etwas, was für dich in gewisser Hinsicht anschlussfähig ist, die Art Weihnachten zu begehen und zu kochen? Kaviar auf gar keinen Fall. Das muss nicht Kaviar sein. Da ekel ich mich ein bisschen. Ja. Was? Aber ich bin... Gut, ich habe ihn noch nie probiert, muss ich dazu sagen. Aber ich finde diese, das sind so kleine Äuglein, die mich angucken. Ich finde das ganz komisch. Da ist eigentlich nichts. Aber ich also der Karpfen der Upper Class, ne? Aber auch das kann ja eine schöne Erinnerung machen. Meine Oma hat früher immer Kirschsuppe gekocht mit Sago. Das kennt so gut wie kaum noch einer. Das sind so kleine Stärkepärchen. Ja. Und wenn die nicht durchgekocht sind, dann haben sie noch so einen kleinen Stärkekern innen drin. Und mein Opa hat immer gesagt, das ist Froschaugensuppe. Und das habe ich als Kind, dessen Fantasie war, Frösche aufzublasen und mit dem Fahrrad rüber zu fahren. Ich habe es nie umgesetzt. Ja. Aber das sind so Dinge, die in kleinen Kindern Köpfen. Ja, Wiegel weiß Bescheid, was ich meine. Die Natur auch an ihre Grenzen ranzuführen. Und dann fand ich das wirklich faszinierend, Froschaugen zu essen. Ja, also wir legen Wert auf die Feststellung, dass es wirklich nur eine Fantasie ist. Nur eine Fantasie. Wir haben es nicht überprüft, aber wir glauben es. Reine Fantasie. Wirklich. Du blickst ja nun in diesem Jahr auf 20 Jahre Karriere als Fernsehkoch zurück. Ja. Was hat es, weil da muss man jetzt... Ich bin einer der wenigen, der es vom Kinderstar-Sein zum Erwachsenenalter ohne Drogenmissbrauch geschafft hat. Ja, erstaunlich. Ja.
Kannst du uns aufklären, was es damit auf sich hat? Inwieweit spielt genau das, was da vor dir liegt, erstmal die Frage, was ist es? Also das ist ein Kassler im Brotteig und als ich damals entdeckt worden bin, ich wurde klassisch blind gecastet im Restaurant, dann wurde mir ein Angebot gemacht und ich wusste noch nicht, mit welchem Teufel ich ins Bett gehe, hatte ich eine ganz bestimmte Herangehensweise ans Kochen und das habe ich bis heute. Ich möchte Kochen simplifizieren, ich möchte keine Hemmschwelle aufbauen, ich möchte, dass Leute Dinge sehen und sagen, ja, das kann ich auch. Und jetzt gibt es eine der schönsten Zubereitungen, wenn man es kann, sind Sachen im Teigmantel, weil sie saftig bleiben, weil es eigentlich relativ einfach ist, auch für viele Leute zu bereiten. Und da habe ich ich mache das ganz einfach. Ich nehme ein Brotlaib, also wir backen das Brot nicht mehr, sondern wir kaufen ein Brot. Wir kaufen auch das Sauerkraut und wir kaufen auch den Kassler. Dann machen wir ein Loch in das Brot, dann machen wir das Sauerkraut rein, den Kassler rein, das Brot wieder drauf. Dann haben wir Kassler im Brotteig, packen das in den Ofen und dann ist das irgendwann warm. Klingt ja erstmal einfach. Super einfach. Das ist also eine Zubereitung, die eigentlich 3,5 bis 4 Stunden dauert, habe ich sozusagen auf 10 Minuten zusammengedrückt. Ja, okay. Und das war meine allererste Kochsendung. Ich hatte noch gar keine Ahnung, wie dieser ganze Bums läuft. Und vor allen Dingen, was mein Problem war, und das glaubt wirklich keiner, ich habe nicht gesprochen. Das heißt, ich habe gekocht. So, und ich habe dann habe ich das genommen und dann habe ich das rausgenommen. Du hast nichts dabei gesagt. Ich habe nichts dabei gesagt. Aber sie konnten mir vorstellen. Null! Super Sendung. Null! Und es tut mir leid, Marisol von Appen, die damalige Produktionschefin, irgendwie, die tut mir leid, die hat meinetwegen mit Fernsehen aufgehört. kein Scheiß. Die hat dann immer, sag doch mal, was du da machst. Und ich meine, entschuldige, ich dachte, ich mache Fernsehen. Im Radio müsste ich sagen, was ich mache, aber die Leute können ja sehen, was ich da mache. Warum soll ich jetzt noch erklären, dass ich Sauerkraut in ein Brotleib? Ich meine, so dumm sind die nicht. Das sehen die schon selber. Oh, das hat gekracht bei uns. Und ich habe, dieses Rezept funktioniert überhaupt nicht. Also das hat überhaupt nicht funktioniert, das war immer kalt, das werden wir außen verbrannt, das Brot zu trocken, das Sauerkraut eh. Also das hat nicht funktioniert. Ich habe diese Sendung von hinten bis vorne ungefähr 8-mal machen müssen. Damals hat eine 25-Minuten-Aufzeichnung aber auch 4 Stunden gedauert, weil ich ja nicht gesprochen habe. Wir hatten viel Diskussionsbereich. Und dann hatten wir endlich dieses Ding. Und es war schlimmer als ein Zäpfchen im Erwachsenenalter. Wirklich, es war schlimm. Ich habe es gehasst, jede Sekunde. Und dann starren dich Leute an und der Kameramann setzt sich so hin. Und weil er schon weiß, der kriegt es eh nicht auf die Pfanne. Es ist nur Streit, nur Aggro im Raum. Das war in der Vorweihnachtszeit. Na, und dann hatten wir das Ding endlich im Kasten. Und ich so, Gott sei Dank, habe ich mich hingequält am 4. Drehtag da. Und dann komme ich an und da ist schon wieder diese Kassler-Deko drauf auf dem Tisch. Ja. Und dann denke ich wirklich so, jetzt wollen sie es aber richtig mit mir wissen. Ja. Ne? Und dann, dass sie mich einfach nur verarschen. Aber am Ende des Tages, wir hatten einen Übertragungsfehler. Es gab technische Störungen beim Magnetband. Wir hatten einen Ü-Wagen. Und das, was praktisch aufgezeichnet worden, hatte technische Fehler. Das heißt, ich musste diese Sendung nochmal machen. Wow. Also 9-mal. Und seitdem hasse ich Kassler im Brotteig. Das heißt, wir haben dir eine richtige Freude gemacht. Ja. Ich hasse Kassler im Brotteig. Ist das was geworden? Also ich habe das jetzt hier eben auch gerade in eurer Küche gemacht. So, und so sieht das dann nachher und so sah das auch. Und ich habe dann wohlduftend knuspriges Brot und das war hart wie Stein, das Zeug. Wie saftig da der was rausläuft. Da lief gar nichts raus, weil der scheiß Kassler immer noch kalt in der Mitte war. Und ich habe dann gelogen, dass die Balken sich brechen und war wirklich schlimm. Aber jetzt kommt immer für mich der schönste Moment, wenn man eben solche Sachen aufschneidet. Man öffnet das Ganze und dann sieht man den eigentlichen Erfolg des Ganzen. Ja. Dann kommt normalerweise früher bei Kerner oder Lanz dieses Allein daran kann man erkennen, dass das Publikum nie was zum Probieren bekommt. Ja. Weil dann wäre nicht O und A, sondern wäre auch mal I angesagt. Und ich weiß, was ich da verbrochen habe. Aber da du der Gastgeber bist, kriegst du von mir eine Scheibe serviert. Ja. Und da musst du jetzt durch. Das ist mir egal. Ja, aber ich darf. Nein, du musst. Anders, ich muss es anders formulieren. Ich darf das ja gleich essen, aber ich muss dir ja noch eine Frage stellen. Bitte. Ne? Oder ist das einfach ein Trick, um mich stumm zu schneiden? Nein. Das kann natürlich so auch funktionieren. Ich bin ein großer Bewunderer deiner Verbalerose. Von wegen. Jetzt ist es ja nun, ist es nun das Jahr 2023. Es lässt sich auch nicht schneiden. Nee. Nicht witzig. Über jemanden lachen, der Messer nahe hat. Ja, das ist wirklich, da sind wir schon recht. Gerade dabei ist wieder in ein Trauma zurückzuverfallen. Ja, wirklich, also ist ja jetzt auch nicht zum... Dann bleiben wir mal... So, guck mal. Dann bleiben wir mal in dem Bereich, wenn wir Das sieht schon lecker aus. So, ist das jetzt, ich kann ja jetzt nicht essen, während ich halte es schon mal. Ich sehe unglaublich gut aus mit Kassler und Sauerkraut, stark, muss man einfach sagen. Auch das steht ja. Ist dieses dein neues Kochbuch? Ja. 24-7 kochen. Ja. Das klingt für mich natürlich wie eine Drohung, 24-7 kochen. Hatten wir die Diskussion, ob das bedrohlich wirkt? Für mich ja. Vor allem mit diesem Kassler in der Hand. Ja.
Ist es etwas, was, du kennst mich ja ein wenig, ist es für Menschen wie mich also machbar? Am Ende des Tages ist wirklich, ich schließe den Kreis wieder, meine Motivation in der Öffentlichkeit zu kochen ist im Rahmen der Präsentation, also Kochbücher da, wo andere Leute was mit anfangen, dass ihr das auch könnt. Ja. Also ich breche die Rezepte was auf einen Was ist ihr? Wer ist ihr? Für wen steht ihr? Für solche, so Menschen, die Scheu haben eigentlich. Menschen, die Scheu haben, Menschen, die glauben, dass sie wirklich was falsch machen können. Menschen, die glauben, dass es nicht wert ist, was sie auf den Teller packen. Also da ist so ein Anspruchsdenken bei uns in der Kulinar, gerade im häuslichen Kochen. So viele Leute sagen mir, oh, ich kann nicht kochen. Und ich sage, das ist Blödsinn. Du kannst vielleicht nicht kochen wie Lava, aber das kann ich auch nicht. Und ich verdiene sogar mein Geld damit. Also entspannt euch ein bisschen. Habe ich die Gewürze zu Hause? Eben nicht. Ich habe Salz. Exakt, ich auch. Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano. Das sind die vier Gewürze, die ich habe, dann habe ich noch mal so ein, zwei andere, aber nichts Besonderes. Ich bin ein hundsfauler Koch zu Hause, weil ich muss auch noch den Abwasch machen. So, deshalb muss ich da auf mich eine Geräteschaft auf ein Minimum reduzieren. Ja. Ich habe nur auch ein Leben neben dem Kochen. Ich koche schon leidenschaftlich gerne, aber ich bin niemand, der mit in der Öffentlichkeit mit einer Duschkappe rumläuft. Also ich bin nicht. Da kommst du noch richtig nerdy. Ja. Wo man denkt, hui. Aber ich, mit einer Kochmütze war ja noch nicht baden. Kochmütze sieht das auch, ist da steckt damit drin, glaube ich, oder? Ja, es gibt sogar Mützen. Ja, genau, es gibt Mützen, die sehen sogar aus, aber die haben es gleich gekriegt, wenn die damit reingekommen. Ich lege das kurz beiseite, ich nehme es gleich. Lange beiseite legen. Nein, ich möchte das gleich probieren. Das sieht wirklich hervorragend aus. Es riecht auch toll. Du könntest es auch vakuumieren, also in einem Plastikbeutel Luft rausziehen und an die Wand hängen. Das mache ich inzwischen. Ich finde Lebensmittel teilweise sehr, sehr schön. Ja, ja. Wenn man die vakuumiert, dann kriegen sie so eine andere Ästhetik und hängst du die einfach an die Wand. Das sieht toll aus. Du, es gibt in Köln Galerien, die würden dir da ganz viel Geld für zahlen. So Jan Vetter hatte den alten Schlüpfer von Inge Meisel zu Hause. Also deshalb. Es gibt Dinge, die lohnen. Und jetzt, meine Damen und Herren, es kommt wirklich eine Weltsensation. Auch ich habe Pietätsgrenzen, deswegen werde ich das einfach unkommentiert lassen. Gut. Die ganze Der Alte, wirklich der helle Wahnsinn. Ein seltener Moment. Ja. Ich finde es ja faszinierend. Also das Buch 24/7, nur ganz kurz, soll wirklich Alltagskochen abbilden, mitten als Inspiration gelten. Ich finde, Rezepte folgen braucht man nicht, wenn man so ein, zwei Sachen, die meisten haben es im Gefühl, wenn Vorschriften kommen, hat man oft Angst, Dinge falsch zu machen, weil dann gibt es ja Grenzen, die einem gesetzt werden, davon halte ich klar. Also ich kann quasi kulinarisch umgekehrt in die Einbahnstraße fahren und komme auch an. Es gibt Leute, die diskutieren darüber, ob ein Risotto links oder rechts rumgerührt wird und ich denke dann so, wow. Okay. Ich finde es übrigens erstaunlich, es ist dein erstes Kochbuch seit 5 Jahren. Ja. Wir haben hier teilweise Sänger sitzen gehabt, die in einer höheren Taktung Kochbücher rausgebracht haben. Ja, ich auch. Wieso machst du dir denn das gute Geschäft kaputt? Mit deinem Namen kannst du auch jedes Jahr ein Kochbuch rausbringen. Also als allererstes kann ich es Ihnen nicht heimzahlen, weil einen Plattenvertrag habe ich noch nicht angeboten bekommen. Da bin ich auch stinksauer drüber. Ja, bin ich auch. Ich finde, ein Buch machen ist ein Geschenk. Also wirklich, ein Buch ist was für die Ewigkeit, wenn es gut gemacht ist. Es ist nicht einfach nur bedrucktes Papier, was du durchbläst und wegschmeißt. Bücher stellt man ins Regal. Ja. Und natürlich bin ich kreativ in kleinen Dingen, aber wirklich wertige Sachen, also die auch vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre überdauern können, das haue ich auch nicht alle Nase lang raus. Und mir bedeutet das schon was, den Sachen eine Wertigkeit zu geben, die vielleicht sogar eine Generation überleben. Das ist auch der Grund, warum mein Gesicht nie auf dem Kochbuch drauf ist. Okay. Weil ich denke schon, Bücher, also egal von wem, ob jetzt von Schubeck, Lava oder ähnlichen Leuten, die machen großartige Bücher. Aber ich will die Fresse von Lava nicht bei mir in der Küche stehen haben. Und das ist mein guter Freund. Das ist mein guter Freund. Ich will, stell dir mal vor, du morgens schlecht gelaunt und wir willst dir einen Kaffee kochen. Und dann kommt da die bekannteste Rotzbremse Deutschlands. Das ist ein wunderbarer Tag. Schlimm. Das ist ein super Tag. Ja, und das habe ich mal mit mir vorgestellt, das mag ich nicht. Naja, gut, okay. Ja, aber Bücher sollen auch, wenn es geht, jetzt diese Talkshow überleben. Und wenn es geht, auch den reinen Faktor des Geschenkes. Irgendwann kommen sie in die Nutzung. Und wenn die dann eben auch mal weitergegeben werden oder auf dem Flohmarkt nicht nachher in die Müllkiste landen oder so. Dann sie sind ja trotzdem durchaus persönlich dahingehend, als es dann auch so klein eine Begegnung gibt. Also T.S. Ullmann lässt sich zum Beispiel in diesem Buch auch zitieren, dass er dich getroffen hat und du bist ja wirklich so total nett. So wie man sich es eigentlich nicht vorgestellt hätte. Jetzt ist natürlich die... Nein, das ist ja... Naja. Starker Einstieg. Ja. Starker Einstieg. Naja, aber es ist ja... Haben wir uns alle gefragt, der ist wirklich nett. Naja, aber es gibt ja einen Grund dafür, warum zum Beispiel so ein Zitat in das Buch reinkommt. Ist das etwas, was dir etwas bedeutet?
Ja, am Anfang ja, ist es ja sehr oft, dass man das haben will, was man nicht hat. Und ich sag mal, mir wurde ja schon immer eine gewisse Prolligkeit nachgesagt, eine gewisse Einfachheit im Gemüt und auch eine etwas plumpe Darstellung, weil ich halt nicht in Kochjacke aufgetreten bin. Ja. Ich habe nie eine Uniform getragen, in der ich mich versteckt habe, sondern ich wollte halt zugänglich sein. Und wenn du zugänglich bist, bist du halt mit allen Facetten zugänglich, auch mit den anderen Sachen. Und dann haben wir in Deutschland eine Facette, die E und U ist ganz schwer miteinander zu verbinden. Ja. Und du bist sehr schnell in eine Klischeesprache. Also wenn ich jetzt Wim Wenders einmal ganz kurz in ein Klischee drücken darf, dann sind die Filme relativ lange Sequenzen, wenig Dialog und früher habe ich immer gesagt, viel Geschlechtsteile, aber nicht wegen Wim Wenders, sondern wegen der Kategorie Arthouse in der Videothek. Das war. Ich bin aber froh, dass er noch lächelt nach der Beschreibung. Natürlich. Aber ich glaube auch, ich habe ihn eben, wir haben uns das erste Mal gesehen, ich bin ganz kurz und auch jetzt gucke ich in sehr witty eyes, also in ganz, ganz schlaue, lustige, amüsierte Augen und das liebe ich dann wieder. Und ich glaube, dass er eine herausragende Komödie drehen könnte, die mal weg ist vom Ballermann-Humor. Also mit einem ganz neuen, ganz andersartigen Humor. Das würde im ersten Moment keiner erwarten. Aber hast du das Gefühl, dass du immer wieder mal Fehleinschätzungen unterworfen warst, je nachdem, in welche Clique du so reinkommst? Nein, ich glaube, viel davon ist bei mir selber gemacht. Ich war neulich auf einer Kulturveranstaltung in Berlin und ich habe das anmoderiert mit den Worten, ich fühle mich auf zauberhafte Art und Weise fehl am Platz. Ja. So, ich habe da aber vorher ganz lange mit Wolf Biermann mich unterhalten. Warst du's denn? Auf einen Nee, nur in der Rolle des Fernsehstar-Koches. Der Fernsehkoch per se ist ja erstmal. Ist das so ein Etikett? Ist das ein unangenehmes Etikett, Fernsehkoch? Fernsehkoch ist ein bisschen wie Schlagersänger, ist ein bisschen wie Ballermann-Star, ist ein bisschen wie, keine Ahnung, Tochter von. Oder Sohn von oder Cousin von. Weil auch ein Fernsehkoch ja erstmal kochen muss, also die meisten. Ja, aber generell glaubt man ja so, dass wir auch mit der Kochjacke ins Bett gehen und dass unser Hauptthema wirklich Bratkartoffeln sind. Und das kann ich verstehen, das ist nicht so. Ja, sondern wir sind kulturell interessiert, wir sind kunstaffin, wir sind designorientiert, wir beschäftigen uns mit politischen Dingen. Ja. Ich finde es nur ganz gut, dass wir auch in den meisten Fällen darüber mal die Fresse halten. Ja. Also ich finde nicht, dass Fernsehköche jetzt auch noch anfangen sollten, so wie viele gerade, ungefragt zu wirklich relevanten Themen halbseidenes Wissen in Form eines 6-Worte-Statements zum Besten geben. Da finde ich, da sollte man immer ganz angenehm sein. Ja. Aber grundsätzlich habe ich schon eine Meinung zu allem. Das werdet ihr heute auch noch feststellen. Ja, das also, hoffen wir alle. Wir haben dich ja auch herzlich dazu eingeladen. Ich habe ja meine Späher und Späherin überall. Eine Freundin hat erzählt, dass sie mal in Düsseldorf war. Sie selber saß in einem Umzugswagen. Habe ich Düsseldorf gesagt? Ich meinte Hamburg. Die beiden Städte werden gerne verwechselt. Und sie war in Hamburg. Wow. Und dann kam neben ihr, stand dann ein Auto an der Ampel, die Scheibe ging runter. Ein gewisser Tim Melzer guckte aus dem Fenster raus und sagte, herzlich willkommen in Hamburg. Einen schönen Umzug wünsche ich Ihnen. Ist das, machst du das häufiger mit Leuten, die... Karnevalsumzug oder ein richtiger Umzug? Mit dem Umzugswagen. Nein. Das wollte ich gerade sagen, es gibt keinen Karnevalsumzug in Hamburg. Man muss dazu sagen, sie kam selber aus Köln. Insofern ist es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass sie einfach mit einem Karnevalsumzugswagen da war. Aber es war ein Umzugswagen. Und du sagtest, herzlich willkommen in Hamburg. Ja. Das war schon fast so eine Art Gottschalk-Geste. Ja. Herzlich willkommen in Hamburg. Ja, also A, freue ich mich, wenn Leute den Wohnsitz nach Hamburg verlagern. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich festgestellt haben sollte, dass sie externe sind. Also da, am Umzugswagen und am Kennzeichen. Das kannst du haben. Aber ich bin schon jemand, der auch in der S-Bahn gerne ungefragt das Gespräch sucht. Also das ist, aber es müssen Dinge des Alltages sein. Also so kleine Nicklichkeiten, kleine amüsante Dinge. Ja. So, wo andere Leute sich vielleicht wahnsinnig drüber aufregen können, wo es vielleicht irgendwie anstrengend ist, wo wir dann vielleicht, ich sag mal, neulich im Supermarkt, boah, da war der klassische Fall des Kleingeld. Willkommen in der Käseabteilung. Ja. Schön, dass Sie auch hier das, sind. Auch das, wirklich. Ich bin Einkaufsberater ungefragt. Ich war neulich in einem Klamottenladen. Das würde ich aber auch machen. Ich wollte einen ganz schönen schwarzen klassischen Anzug kaufen. Da war der klassische Fall, der Verkäufer hat einen Mann in einen Anzug reingequatscht. Hat hier ein bisschen gezogen, da ein bisschen. Das passiert mir häufiger. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gedacht, das würde ich nicht machen an Ihrer Stelle, weil schau mal irgendwie so, das ist jetzt, und den hat er garantiert so nicht zu Hause. Ich meine, guck ihn dir an hier, unser Slimliner Skinny Jeans Model da irgendwie so, und dann prügeln die uns da rein.
Und dann habe ich ihm eine Beratung gegeben, weil ich dachte, das ist in Ordnung. Ich verkaufe Kinder wegen, weil ich liebe, wirklich, ich glaube, ich darf das sagen hier im Öffentlichen, ja. Ne? Es gibt einen Kinderwagen, der ist brutal, das ist unfassbar, Duna. Duna ist so eine Schale. Ja. Wirklich, also jeder, der gerade noch mal überlegt, ich meine, ich glaube, wenn ich mich umgucke, so viele Schwangerschaften stehen ja nicht an in der nächsten Zeit. Und oh, die Stimmung ist gut. Obacht an unser Publikum. Klassisch wie der, passt. Weiß man nicht. Weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Stimmung ist aber schon sehr gut. Humor hoch, also Entschuldigung, wer das nicht aushält. Also, aber das ist wie so eine, wie heißt denn das andere Ding da, wo man Dinger reinlegt und Maxi-Cosi. Dann trägt. Danke. Maxi-Cosi. So. Dinger reinlegt. Ja. Und das hat Babys? Aber im Griff einen Knopf. Und wenn man auf den drauf drückt, plopp, kommen da Räder raus. Ah. Und dann muss man das Drecksding nicht tragen, sondern kann das immer schieben. Und dann kann man auch mit einem Knopfdruck die Räder wieder einfahren. Und jetzt wird's fett. Und das ist auch ein Hochsicherheitssitz fürs Auto, fürs Flugzeug, für die Bahn. Das heißt, du kannst diese ganzen zusätzlichen Kinderwegen, die man sonst noch so, kannst du alle in die Tonne treten. Da hast du ein für alles. Wie es geschafft hat, vom Sauerkraut da hinzukommen. Danke schön. Danke schön. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Sehr gerne.